Und damit willkommen zurück bei Resident Evil 7, liebe Leute. Wir sind endlich soweit. Es scheint sich auf den Showdown mit Lukas hinzubegeben. Wir haben hier einen Speicherpunkt und eine Aufbewahrungstruhe erhalten. Was heißt erhalten? Entdeckt. Und ja, jetzt werden wir uns mal rüsten für den, wie ich denke, wie ich vermute, entscheidenden Kampf gegen Lukas. Weil nirgendwo sonst würde hier so viel Zeug rumstehen. Hier, schaut da mal. Spaltmittel, starke Flüssigkeit, dann nochmal eine flüssige Chemikalie, dann Speicherpunkt, Truhe, dann hier lauter Granaten. Also es scheint sich hier in dem Haus, wo wir hier durch die Tür reingekommen sind, in der letzten Folge hier echt auf einen Showdown hinaus zu bewegen gegen Lukas. Von daher werde ich mich jetzt mal dementsprechend auch ausrüsten. So, und dann geht die Party ab. Damit ich hier nicht sinnlos beim Erschrecken Munition verwende, werde ich jetzt mal das Messer in die Hand nehmen. Und dann geht's los, liebe Leute. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet. Hier ist eine Tür nur. Eine Tür, mehr nicht. Okay. Kann man nichts machen? Kann man auch nichts benutzen? Gut. Gehen wir mal hier rein. Hier sind sie, bitte. Zoe und Mia hier. Wir haben sie endlich entdeckt, Mia. Aber ich nehme an, es ist eine Falle. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Wer kommt? Gut. Wir haben genug für zwei. Daddy ist doch tot. Ja. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Das Serum nehmen kann ich hier machen. War fluchdunkel hier drin, ne? Ich sehe nur sehr schwer was. Also ich kann anscheinend nur das Serum nehmen. Was anderes kann ich hier nicht machen. Dann nehmen wir das mal. Hey, eins davon ist meins. Was ist das? I! Flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Und ich überrede dich später! Was ist denn das? Aua! Das ist Daddy anscheinend. Okay, Ziel ist nicht so meine Stärke. Gut. Das nervt langsam, Jack. Hier ist noch eins. Aua. Gut. Heilen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Ich glaube, ich muss auf die Augen schießen. Okay, nachladen. Da ist noch eins. Okay. Kann ich irgendwie wegrennen? Obwohl, eigentlich sieht es ja zurzeit ganz gut aus, aber da drüben ist eine Tonne, die ich vielleicht nehmen kann. Flintenmunition, jawohl. Dein Leben ist keine lange Kette mehr. Aua. Au. Ich muss das Auge irgendwie anvisieren können. Wie kann ich denn das machen jetzt? Da war eins. Nachladen, schnell, 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 du Brücke. Mach hinne. Oh. Aua. Ja. Würde ich gerne tun, du Arschloch.
Gut, jetzt haben wir ein Auge noch kaputt gemacht. Ich habe keine Heilung mehr und nichts. Verdammt! Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Scheiße! Gut, noch eins haben wir erwischt. Nachladen. Mehr. Wo ist das andere? Ich brauche noch ein Auge. Oh! Hier ist eine Tür, kann ich da raus? Nee, kann ich nicht. Wo ist er denn? Hier ist er. Wo ist das Auge? Ich brauche das Auge. Da! Ich hab's gesehen. Aua! Komm, mit deinem Arm da weg, ich drücke. Komm, dreh dich um, dann setze ich eine Granate da rein. Mist. Ah! Was ist das denn? Bin ich tot? Nee. Aber gleich. Nein! Der habe ich jetzt genau durch ihn durchgeschossen. Ah! Ich brauche irgendwas. Hier. Au! Gib dein scheiß Auge frei. Jawohl. Noch eins. War's das? Jetzt habe ich alles gesehen. Scheint. Jawohl. Ethan, hier lang. Ja, ich. Ah! Nein! Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Alter Verwalter. Ist er jetzt endlich tot? Erstmal schaue ich mich hier um, hier ist doch noch eine Kiste. Boah, ey, was für ein Kampf. Mein lieber Mann, jawohl, flüssige Chemikalie. Habe ich noch irgendwas? Jawohl. Eine Pflanze, sofort nehmen. Gut. Okay, hier kann man durch den Schutt nicht durchlaufen. Hier ist noch eine Kiste. Blindmunition, jawohl. Nachladen. Der jetzt tot oder was? Aber ich habe jetzt nur ein Serum benutzt. Ich habe jetzt nur noch eins. Und ich habe ja Zoe und Mia, die ich gerne heilen möchte.
Oder ist Zoe gar nicht infiziert? Das kann ja auch sein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gut. So. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, Zoe oder Mia zu heilen. Ach du Scheiße. Also ist halt meine Frau und wegen meiner Frau bin ich ja hierher gekommen, um meine Frau zu holen. Und Zoe hat uns natürlich durch das ganze Spiel über geholfen. Kann ich das auch an mir selber verwenden? Ach, du grüne Neune. Also das ist eigentlich die einzige richtige Möglichkeit jetzt, oder die einzige richtige Entscheidung wäre jetzt Mia zu heilen. Und Zoe dafür, infiziert zu lassen. Und Zoe ist ja hier bei ihrer Familie. Das ist ja ihre Familie hier, auch wenn die natürlich jetzt ein bisschen anders aussieht, als man sich eine normale, gewöhnliche Familie vorstellt, aber... Ich schwimme aber gerne entgegen den Strom. Sprich, ich sollte jetzt Zoe heilen. Ich werde jetzt Zoe heilen, liebe Leute. Meine Frau lasse ich jetzt irgendwie mal im Stich. Ah, das hört sich so falsch an. So, Mia hat uns angelogen. In der E-Mail hat sie erzählt. Ach du Scheiße. Ich werde Zoe heilen. Tut mir jetzt leid, Leute. Nein! Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden! Ja. Geh! Mein Platz ist hier. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Mach's gut, Mia. Scheiße, ob das die richtige Entscheidung war, ich bereue es jetzt schon wieder. Ich schicke Hilfe. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, die Entscheidung zu treffen, die ich getroffen habe, aber... warum habe ich denn das jetzt gemacht, ey? Derjenige, der es schaut und sich für mir entschieden hat, der wird sich jetzt natürlich freuen, um sein anderes Ende zu sehen, aber na gut. Ich weiß nicht, ob es zu Ende ist, das Spiel. Ich habe keine Ahnung. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Ich auch nicht. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Jetzt bin ich mal gespannt. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Also ist Evelyn die, die uns in diesem Kinderabteil da beobachtet hat die ganze Zeit? Dort. Das wird Mia hergekommen. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das?
Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Oh, nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe! Evie! Zoe! Zoe! Was zum Teufel? Okay. Mami. Hier lang. Okay, wir spielen jetzt anscheinend die Zoe. Wie das jetzt gerade aussah. Fang besser an zu laufen. Okay, mach ich auch. Karte? Ich gerade vielsagend. Eieiei, Leute. Wir sind jetzt hier in einem Schiffswrack. War fluchdunkel, ich sehe kaum was. Hier liegt jemand. Oh, das ist Ethan. Das ist doch an der Uhr zu erkennen. Oh! Ist Ethan jetzt tot? Ich kann hier nichts machen. Ich bin geschockt, liebe Leute. Hier kann man durch. Oder bin ich hergekommen? Bin ich hergekommen? Muss ich irgendwie. Hier lang geht's weiter. Okay. Wir gehen jetzt ins Bootsinnere. Ach du grüne Neune, Leute. Ach du Scheiße, ne, jetzt hat mich ja das Panikfieber schon wieder gepackt. Eine schöne Verteilung. Nichts machen. Okay. Die Tür ist versperrt. Na, hier lang. Wow. Ach, das sind irgendwelche Erinnerungsfetzen oder sowas. Was war das? Das sah so aus wie irgendwelche Erinnerungen, die hier abgebildet werden oder nachgebildet werden andauernd. So Halluzination. Hier lang weiter.
Oh Mann, oh Mann. Kann ich mich da durchquetschen? Oder ich muss mich anscheinend da durchquetschen. Irgendwas bewegt sich hier noch. Ist das hier Treppenhaus-Simulator oder was? SCF 87 oder wie das hieß, das Horrorspiel oder was heißt Spiel? Da läuft man eigentlich nur eine Treppe runter. So ähnlich fühle ich mich hier gerade. Okay, da geht's rein. Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare! Nee, doch nicht. Gut. Boah, Leute, es packt mich wieder hier alles. Und hier kann man was. Nichts. Wäre auch zu schön gewesen. Ich mal irgendwas in den Händen halte hier. Wow, 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 wow! Sind alle tot! Das ist der Maschinenraum! Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht! Okay, da geht's weiter. Hier liegt ein. Vielleicht gehörte der das der Crew. Okay. Nehme ich auch mal an. Hier was nehmen. Okay. Hier ist noch eine Tür. Die sieht aber nicht so ganz stabil aus. Kann man da durch? Nee, kann man nicht. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier durch die Luke zu gehen. Langlaufen. Oh Mann, ey. Es ist krass. Also, die Geschichte jetzt, wie sie sich entwickelt hat, ist schon. Jetzt die Luke zugegangen. Wie die sich die Geschichte entwickelt hat, ist schon sehr krass. Wieso habe ich mich denn für Zoe entschieden? Die ist jetzt eh gestorben. Auch wenn wir sie jetzt spielen, aber das, die ist doch. Die hat doch eh das Serum bekommen. Da von diesem komischen Monster oder was es da war. Das sah so aus, als wenn die auch geheilt worden wären. Weil so sah ja auch der Daddy aus, wie die dann aussah. Die ist einfach zu Stein geworden dann. Auch wenn wir sie jetzt hier spielen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als hätten wir einfach mal die falsche Entscheidung getroffen. Warum mache ich das überhaupt? Warum treffe ich permanent falsche Entscheidungen? Geh jetzt noch weiter runter. Gut. Gespeichert hat's schon mal sehr gut. Haben wir zwei Wegemöglichkeiten. Okay. Ich könnte eigentlich wieder aufstehen, die ist ja nicht so klein. Hier ist eine Tür, da ist eine Tür. Dann gehen wir erstmal durch diese Tür. Hier ist irgendwas. Wow. Crewliste. Captain Ed Carlyle. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Calmers. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Arzt Gerald Weddle. Okay. Wow. Die ist nicht mein Kind. Und wenn Mia, die hat ja vorhin erzählt, die Mia ist zusammen mit Evelyn hier angekommen. Auf diesem Schiff sind die hier gelandet. Und dadurch dann Mitglied der Familie Baker geworden. Das Problem ist, das könnte ja dann sein, dass Mia diejenige ist, die das hier rangeschrieben hat. Die ist nicht mein Kind. Sprich, es ging hier schon auf dem Schiff los, dass irgendwas nicht stimmte. Okay. Wow! Er muss sich vor etwas versteckt haben. Ja, das glaube ich auch. Oder hat hier drinnen geschlafen, ne? Schön im Stehen schlafen, auch nicht schlecht. So, zu wenig Platz halt zum Pennen. So. Sonst ist hier nichts weiter anscheinend.
Hier ist nix. Das ist auch nix. So, dann schauen wir uns hier weiter um. Hier ist niemand drin. Aber auch sonst nix. Hier war anscheinend der Duschraum. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Ja, das hat er dem ja auch öfters mal gesagt, ganz am Anfang vom Spiel, wo sie uns angegriffen hat. Hier liegt noch jemand. Ihm war anscheinend speiübel. Also wenn die anfangen aufzuschieben, kriege ich Plack. Hat uns ja nur noch der weg hier. Wir sind wieder draußen. Oder halb draußen. Wir sind an der frischen Luft. Merkwürdiges Bild. Also das Schiff hat es irgendwie in zwei Hälften zerrissen. LNG-Tanker Annabel, gebaut 1987. Tragfähigkeit 71.000 Tonnen, Länge 289 Meter. Das ist ja ganz ordentlich. Aber wie kommt das Schiff hierher? Muss ich auch mal wissen. Oh, ey. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Okay. Es läuft mir gerade wieder der kalte Schauer über den Rücken. Da geht nur eine Leiter nach oben, sonst ist hier nichts. Dann machen wir das mal. Die Leiter ist ganz schön hoch, also ich habe Angst, dass jetzt hier irgendwas passiert. Okay, hier macht noch jemand Krankengymnastik. Also die ganze Crew scheint tot zu sein. Was hab ich denn jetzt gemacht? Also ich sehe gerade überhaupt nichts. Okay, hier hoch. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Wow. Warte! Ja, da wusste bestimmt Zoe noch nicht, dass du ihn an der Klatsche hast, du Kollegin. Bitte. Mann, ey. Ist ja ein Fall für die Supernanny. War damals schon. Haben wir damals schon festgestellt, dass es ein Fall für die Supernanny ist, als wir in ihrem Kinderbereich waren. Was ist denn da hinten? Nee, nein! Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Bäckeranwesen aufwachten, scheint wichtig zu sein. E001. Okay. Also da gehe ich erstmal nicht lang. Ich würde mich tierisch über einen Speicherpunkt freuen, liebe Leute. Ah!
Das Vieh kommt. Wow! Mann, hau ab! Raus hier! Ich muss jetzt hier langrennen irgendwo. Tschüss. Hau ab, du ekliges Stück Scheiße. Lass mich hier rein. Okay, das war's. Den schaffe ich nicht. Hier sind irgendwelche Pillen. Da ist noch irgendwas. Für irgendwas ist es jetzt zu spät. Stand gerade drauf. Jawohl, Speicherpunkt. Gut. Alter, Mann. Also das Spiel hat's wieder in sich. Es ist... Die Geschichte wird ganz schön flott hier voran erzählt gerade. Okay, liebe Leute, das soll's erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir haben den Bosskampf gegen Daddy Baker nun endgültig gewonnen. Und ich nehme nicht an, dass er nochmal wiederkommt. Jetzt haben wir es mit Evelyn zu tun, die uns hier im irgendeinem Riesentanker hier irgendwie terrorisiert. Und es gab gewaltige Informationen zur Hintergrundgeschichte. Ich muss das erstmal alles verarbeiten. Ich hoffe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Euer Caligula zockt.